Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott. Okay, es tut mir leid für diesen komischen Anfang, aber das musste sein. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, man sieht das gerade nicht, aber mein Zimmer ist so unfassbar unordentlich. Ich zeige euch das mal. Okay, also macht euch auf was gefasst, auf jeden Fall. Hier, da geht noch voll und dann kommt mein Boden. Der sieht so schlimm aus. Und auch hier ist einfach alles vollgestellt und mein Bett auch. Leute, ich kann so in meinem eigenen Zimmer nicht mehr weiterleben, ja? Das heißt, wir werden heute zusammen das Zimmer aufräumen. Während ich gerade angefangen habe aufzuräumen, habe ich gemerkt, dass ich ein Paket von Meg erhalten habe. Also es ist ein PR-Paket. Für die Leute, die nicht genau wissen, was ein PR-Paket ist. Ich bin ja Influencerin und die Marken schicken dir dann halt die Produkte kostenlos zu. Und du musst das gar nicht zeigen oder Werbung dafür machen, aber die hoffen halt einfach, dass du das in einem Video erwähnst oder vielleicht mal trägst. Oder halt, wenn es Beauty-Produkte sind, dass du es halt mal deiner Community zeigst. Oh, warte mal, das ist gar kein PR-Paket. Das ist Fanpost. Oh, wie süß. Also erstmal habe ich einen süßen Zettel bekommen. Dann Eyepatches. Ein Lipgloss von Essence. Ein Labello. Ich glaube, das ist eine Handcreme. Oh, und die Leute haben mir für 400.000 auf TikTok gedankt. Dann habe ich noch ganz viele K-Pop-Sticker bekommen. Eine Kette mit meinem Namen. Und Washi-Tape. Vielen Dank, Leute. Das ist wirklich, wirklich lieb von euch. Aber bitte merkt euch, ich habe kein Postfach mehr. Ne? Ich habe das gekündigt. Das heißt, ihr könnt mir keine Post mehr schicken. Aber umso mehr versuche ich mir Mühe, bei den Videos zu geben und so. Ich habe nur echt viel Ärger vom Postfach bekommen, weil es irgendwann zu viel wurde. Es ging leider nicht anders. Ne? Ich wurde da rausgeschmissen. Also bitte schickt da auch nichts mehr hin, weil sonst kriege ich nur noch mehr Ärger. Ich habe euch jetzt einfach mal auf den Boden gestellt. Mein Problem ist, ich habe hier einen Riesenberg von irgendwelchen Klamotten liegen, ne? Und ich weiß nicht mehr, was sauber ist und was nicht. Weil ich habe gerade eben welche von den Wäschespinnen rausgeholt, halt die sauber sind. Die andere Hälfte hinten ist aber dreckig. Also ich muss mal schauen, wo da die Grenze ist. Den Boden habe ich soweit aufgeräumt. Ich weiß, es sieht jetzt so aus, als wäre das das größte Chaos. Aber das ist tatsächlich hier gerade alles sortiert. Das heißt, ich muss die dann nur noch da, da und in den Schrank hier einsortieren. Und das machen wir jetzt. Okay, also in der obersten Schublade habe ich meine ganzen Tops. Und wie man sehen kann, ist es absolut nicht sortiert. Eigentlich waren die sogar mal nach Farben sortiert, aber irgendwie hat sich das Ganze vermischt. Ich versuche das jetzt kurz ein bisschen zu sortieren. Okay, also ich hoffe, das Ganze geht hier jetzt auch zu. Oder auch nicht. Ich habe eindeutig noch zu viele Tops. Fragt mich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe jetzt einfach Full-Face-Make-up gemacht, weil mir irgendwie langweilig war. Und mein Zimmer habe ich aber nicht weiter aufgeräumt, deswegen müssen wir das jetzt machen. Und zu allem Überfluss, ich habe mich ja gerade geschminkt, ne? Mein Schminktisch sieht jetzt auch noch schlimm aus. Aber egal, wir sind ja sowieso gerade beim Aufräumen. Ich habe vor ein paar Tagen so eine Spiegelwand aufgehangen, nur leider sind schon drei Stück wieder runtergefallen und deswegen müssen wir das jetzt nochmal fixen. Ich habe hier auch so doppelseitiges Klebeband und da versuche ich mir jetzt einfach Stücke runterzuschneiden und das da drauf zu kleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das eigentlich nicht für Tapete verwenden darf, also um an irgendwas an die Wand zu hängen. Aber ich bin verzweifelt, also lasst mich bitte. Hoffen wir mal, dass es hält.
schauen jetzt noch bei den beiden anderen. Mich jetzt hier in der Kamera. Hallo! Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt schon wieder abgehen. Bitte bleibt dran. Bitte. Bitte. Okay, ich habe hier noch ein paar Beauty-Produkte draußen liegen. Die müssen wir jetzt hier reinräumen. Zuerst die Eyepatches. Die kommen in dieses Fach hier. Das ist so voll. Das hier sind beides Handcreme und das da ist ein Labello, den tue ich auch hier mit rein. Und das sind alles drei Crememasken, deswegen kommt ich hier rein. Proben habe ich tatsächlich auch hier irgendwo, aber es ist nicht aufgeräumt, aber wir lassen es einfach, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe gestern Abend bei einer Freundin übernachtet, deswegen habe ich den Kulturbeutel noch nicht ausgepackt. Das machen wir aber einfach jetzt. Wenn wir gerade schon im Bad sind, können wir eigentlich auch hier ein bisschen aufräumen, weil es ist so unordentlich. Ich versuche es einfach ein bisschen schön anzuordnen. Und jetzt sieht das Ganze auch schon ein ganz Stück aufgeräumter aus. Schnell mein Bett machen, wofür ich es mache. Keine Ahnung, weil ich gehe sowieso gleich wieder ins Bett und dann wird es versaut werden. Aber egal. Wo ist mein anderes Kuscheltier? Ich leg das mal dahin. Hallo, wo bist du? Ah, doch, ich hab's gefunden. Das hier. Das kommt immer hier hin. Ich habe einfach eine Wasserflasche, eine Schere und Klebeband gefunden. Cool. Ach so, stimmt. Ich habe ja davor das aufgeklebt. Hab schon wieder vergessen. Das ist mittlerweile 2 Stunden her. Ach, nein! Nein! Warum zerknittert immer alles bei mir? Ihr könnt mir nicht sagen, dass ich die Einzige bin, die 2 Decken hat und einem trotzdem immer in der Nacht kalt ist. Ich habe sogar noch mal darunter eine Wärmedecke, also 3. Okay, und jetzt ist wieder alles schön. Tada! Leute, diese Sachen liegen da seit einem Monat, weil ich einfach keinen Bock hatte, sie aufzuräumen. Aber die Sachen müssen eigentlich hier nach oben, deswegen tun wir das jetzt auch mal. Leute, ich bin ganz ehrlich, ich merke gerade, dass ich das alles hier komplett unterschätzt habe. Ich dachte irgendwie, das wäre nur so ein bisschen, aber warum ist das jetzt so viel geworden? Hier liegen so viele Sachen, die ich einzeln irgendwo wegpacken muss. Ich bin die ganze Zeit versuchen, diesen ekelhaften Shake zu trinken, den ich vor 2 Tagen gemacht habe. Ich hoffe, der ist überhaupt noch gut. Sonst habe ich morgen Bauchschmerzen. Mein Zimmer ist endlich aufgeräumt, auch wenn ihr das nicht so mitbekommen habt. Es war wirklich anstrengend und hat lange, lange gedauert. Weil ich habe ja nicht nur die Sachen grob aufgeräumt, sondern halt auch sortiert und umgeräumt. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt abschminken, aber davor möchte ich meine Haare aufmachen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber meine Haare sind hier zusammengebunden. Aua, das heißt, ich muss hinten das Gummi entfernen. Okay, das ist raus. Ich habe hier so viel Gel drin. Ja, das sieht man auch. Und diese Zöpfe hier, die habe ich seit gestern drin, weil ich hatte gestern Mottowoche. Und das Thema war Overdress Casino. Und ich hatte dazu ein rotes Kleid an. Aber jetzt möchte ich das Ganze einfach nur noch raus. Huh, die gehen einfach runter, als ich dachte. Jetzt habe ich da so ganz, ganz kleine Wellen. Und die andere Seite. Jetzt mache ich das Ganze hier noch auf. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an, wieder so durch die Haare gehen zu können. Ich werde sie auf jeden Fall heute Abend oder morgen früh waschen müssen. Die sehen halt einfach toupiert aus. Next Step ist Make-up entfernen. Und auch wenn ich es euch nicht erzählt habe, ich fand mein Make-up heute so hässlich. Aua, aua, aua. Diese Lashes sind mir halt viel zu groß. Seht ihr, wie lang die sind?
Und ich habe die viel zu sehr nach außen geklebt. Ups. Okay, jetzt bin ich kurz meine Haare zusammen. Zum Abschminken verwende ich tatsächlich immer Babyöl. Davor mache ich meine Haut nass. Und dann gehe ich damit vor allem über meine Augen. Aber mir fällt gerade ein, ich habe ja nicht mal Mascara drauf. Weil ich habe die Fake Lashes einfach direkt auf meinen Wimpern drauf gemacht. Und danach verwende ich irgendeinen Reinigungsschaum von Lisana, ist der hier. Und dann gehe ich damit nochmal drüber und das nennt man dann Double Cleansing, weil man halt zwei verschiedene Cleanser verwendet. Weil, wie bekanntlich, ist Öl nicht so gut für die Haut und damit entfernt man jetzt nochmal das Öl. Aber jetzt kann ich mir halt auch sicher sein, dass alles von meiner Haut runter ist. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Abschminken. Natürlich sollte man keine Feuchtigkeitscreme vergessen. Die mache ich großzügig auf meine Haut und massiere das Ganze ein. Das war's, ich kann nicht mehr. Ich esse jetzt Abend und es gibt Sushi. Ich glaube, meine Eltern sind jetzt auch gekommen. Dann werde ich gleich mit denen zusammen essen. Ich verstehe nicht ganz, ich kriege immer zwei verschiedene Soßen. Eins ist Sojasauce und das andere ist irgendwas anderes. Aber ich weiß nicht was. Lecker. Ich esse es alles auf mit meiner Familie und dann melde ich mich später wieder bei euch. Boah, am liebsten mag ich die hier, die sind so frittiert. Okay Leute, das Video habe ich vor einer Woche gedreht und ich bin gerade das Ganze am Schneiden, weil ich es gleich in einer halben Stunde hochladen muss, ja? Und ich habe gar kein Outro gedreht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich danach gemacht habe. Es tut mir leid. Mein Zimmer ist mittlerweile wieder unordentlich. Das heißt, falls ihr mehr solcher Aufräumvideos haben wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich kann das richtig oft machen, weil mein Zimmer ist immer unordentlich. Und vielleicht sollte ich mir mal eine Taktik überlegen, wie mein Zimmer auch ordentlich bleibt. Ich würde mich auf jeden Fall super darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und mich natürlich auch abonnieren würdet. Ihr könnt mir gerne auch immer Kritik in den Kommentaren geben, solange sie lieb ist, okay? Bitte bleibt lieb. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!